Guten Morgen, meine lieben Zweitaktfreunde, hier zur technischen Unterhaltung bei mir aus der Werkstatt. Ich will euch heute mal erklären, wie man richtig eine Kompressionsmessung macht. Ich bin heute Morgen auf ein Video gestoßen, was ich eigentlich so nicht stehen lassen kann, von jemandem auf YouTube. Und das hat mich eigentlich so ein bisschen, ja, schockiert, sage ich einfach mal. Und ich will das mal einfach klarstellen, ohne hier, dass hier ein Krieg ausbricht. Ja, Freunde, ihr wisst, ich habe das hauptberuflich gemacht. Und es sind im Internet so viele Unwahrheiten. Und die Leute nehmen das auf, versuchen das umzusetzen und wundern sich nachher, dass es doch nicht so ist, wie es eigentlich sein soll. Ja. Also es ging heute Morgen drum, der hat einen neuen Zylinder eingebaut, No Name, hat dann Kompression gemessen, 4 Bar, mit einem China-Messgerät. Ich habe auch eins, muss ich dazu sagen, was ich aber nicht mehr benutze, weil es einfach nicht den richtigen Wert anzeigt. Es zeigt immer 1 bis 1,5 Bar zu wenig an. Ja, ich halte mich hier an meine alten Messgeräte, guck mal, das ist 40 Jahre alt hier. So, und ein Gerät, das ist ein Kompressionsschreiber. Ja, der Zeiger schlägt aus. Da seht ihr die roten Markierungen. Und wenn der Zylinder keinen Druck mehr hat, bleibt der Zeiger stehen. Ja, das geht 100% genau. Wenn ich beide zusammen vergleiche, die zeigen den gleichen Wert an. Das ist wirklich so. Naja, auf jeden Fall hat der Kompression gemessen 4 Bar. Und dann wurde in den Kommentaren geschrieben, ja, du musst Vollgas geben. Das würde den Wert noch verbessern oder erhöhen. Oder er hat dann Ärger mit der Ölpumpe wohl gehabt in seinem Schlauch, der von unten hochkommt in den Vergaser, war Luft drin. Der Ölpumpenanschluss zum Vergaser. Da schrieb jemand, du musst den abstöpseln, also dicht machen, da würde auch noch Kompressionen verloren gehen. Leute, das ist völliger Blödsinn. Das ist völliger Blödsinn. Ja, und jetzt sage ich euch noch was. Liken, kommentieren, abonnieren, teilt das Video mit allen, die ihr kennt. Und die Kompression, Freunde, bei einem Zweitakter entsteht, passt genau auf, ich erkläre es euch. Ja, ich habe hier einen Zylinder hingelegt, einen Zylinderkopf hingelegt, Kolben ist drin. Die Kompression entsteht ab der Oberkante vom Auslass. Hier die Oberkante vom Auslass. Bis in den Zylinderkopf rein. Ja, alles andere spielt keine Rolle. Ja, der Kopf sitzt ja hier so drauf. So. Wichtig ist bei einer Kompressionsmessung, der Zylinder muss eingefahren sein. Das heißt, Kolbenringe und Zylinder, Laufbahn, schleifen sich aufeinander ein. Ja, wenn ihr nach 20 Kilometern anfangt, dann eine Kompressionsmessung zu machen, das ist nicht, das funktioniert nicht, das ist nicht eingeschliffen. Das dauert im Schnitt, je nach Fahrweise, je nach Öl etc. pp. 500 bis 1000 Kilometer, bis sich das einigermaßen aufeinander eingeschliffen hat, Freunde. So, und der zweite Fehler, der gemacht worden ist, eine Kompressionsmessung wird bei einem betriebswarmen Motor gemacht. Ja, das heißt, fahren, abstellen, Kerze raus, Kompressionsmessgerät ran, messen. Seht zu, dass ihr eine volle Batterie habt, dass genug Drehzahl da ist, oder ihr macht es über einen Kickstarter. Ja, alles andere, Vergaser, alles, was um den Zylinder hängt, ist alles Blödsinn. Das könnt ihr komplett ausblenden. Die Kompression fängt an ab Oberkante, Auslass bis in den Kopfraum, bis in den Kopf rein. Dieser Raum ist für eure Kompression zuständig. Alles andere könnt ihr ausblenden. Ja, Freunde. So, das war's von hier. Ich hoffe,
Ihr habt das verstanden. Kauft euch vernünftige Kompressionsmessgeräte, legt ein paar Euro an, holt euch Markengeräte und lasst den billigen China-Schrott da, wo er hingehört. Ganz einfach. Ja? So, jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst ein Abo da, ein Like, Kommentar, teilt das Video. Ich muss das häufig sagen, weil es gucken viele und es passiert nichts. Ja, Leute, also so ist das. So sieht das aus und da beißt die Maus auch keinen Faden ab. Ich wünsche euch was darüber. Ciao.